Hallo Welt, hier ist Dormus MagicBlocks.de. Ich wurde eingeladen von Wizards of the Coast und Games Island zum Duskmon Pre-Release beim Shibby auf dem Kanal. Und dafür bauen wir jetzt das Deck zusammen. Ich habe hier ein Pre-Release-Pack. Wir springen rüber und bauen das Deck. Da ist das ganze korrekte Teil. Einmal aufreißen. Inhalt wie gehabt. Es gibt keine Sonderkarten, die man nicht spielen darf und doch spielen darf. Hier sind schon mal die Tür-Icons für die versperrten Türen, weil ja manche Räume geblockt werden können. Das tut mir aber beiseite, das kann ich morgen vielleicht noch gebrauchen. Wenn wir das Pre-Release dann tatsächlich spielen. So, ein Spindown, na klar, kennt man. Wie üblich 6 Booster, die tun wir mal hier hin. Die Anleitung brauchen wir nicht. Einen Platzhalter-Trenner brauchen wir auch nicht. Hier ist die Pre-Release drin und die 6 Booster. Play-Booster natürlich, auspacken, spielen. Deck bauen. Ich habe im Early Access ein bisschen die Karten gesehen. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Das ist schon mal ein Reprint, den kenne ich. Wie gehabt, die guten Karten sind in weiß hier. Wie gehabt, erstmal nach Farben sortieren ist eigentlich der Standardansatz. So. Die erste Rare ist grün, dann eins der Kamenländer. Irgendeine schwer zu castende trippelblaue Karte, die 10-1 ist, als Foil. Ich bin ehrlich, dafür schauen wir mal, ob die im Deck landet. Ich mache mal hier einen Fokus drauf. Ah ja, das sollte erstmal gut genug sein. Ein Evolving Wilds. Ein Reprint, der immer gut ist fürs Mana. Das Ganze ist jetzt ein bisschen Enchantment Matters. Schauen wir mal, ob wir genug Enchantments zusammenbekommen. Die nächste Rare. Geschöpfaufspürerin. Wenn eine Verzauberung ins Spiel kommt. Eerie. Heißt das auf Englisch. Da ist die voll. Das ist eine Ausrüstung. Das ist ein Artefakt. Land und Dingelskirchen. Brauchen wir das erstmal nicht so sehr. Wie gehabt ist es ein zweifarbiges. Eine zweifarbige Edition. Das heißt, man versucht eher zweifarbig zu sein. Ich glaube allerdings, man kann halbwegs okay splashen. So. Halt. Die Karte ist naheliegenderweise schwarz. Die auch. Pyroklassen. Upsa. Da muss ich auspacken, ne? Auch ein Reprint. Ätherrüstung. Abschiftet auf Ankommen. Immer noch eine gute Karte, gerade in der Enchantment Matters Edition. Simone. Das ist die Zahlenkollegin. Land. Grün. Token beiseite. Ja. Schauen wir mal, wo wir am Schluss landen. Ich gucke jetzt mal, dass ich es euch besser in die Kamera halte. Ja. Diese YouTuber, wenn sie wenigstens einen Job machen können. Hier haben wir Räume mal, ne? Hat man jetzt noch nicht so viele. Ihr könnt immer eine Seite spielen, die andere dann später einfach entsperren. Und der hat aber mal richtig Räume, der Booster. Das war schon der dritte Raum in dem Pack. Das ist mehrfarbig. Alternak. Mal eben 7 Mana. Casual. Verstandschinder. Wie viele Verstandschinder kann ich gebrauchen? Verstandesschinder. Und ein Walgawoff. Ja, all die Triple-Kosten. Das ist tatsächlich in der Edition hier und da ein Problem. Dass man einfach mit Doppel- und Triple-Kosten geflutet wird. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich meine, wenn wir tief im Blau wären, sind so unblockable 10-1er. Hat die allerdings nur Millen und nicht mal irgendwie Damage machen? Mal gucken. Murder Reprint passt natürlich in die Edition. Nicht weiter überraschend. Der Langhals hatten wir vorhin schon mal als Foil. Angst vor Feuer aus dem Angst, aus den ganzen Angstkarten. Den hatte ich im Early Access. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Super solide Karte. Das ist, glaube ich, ein Raum, der nicht ganz so prall ist. Nochmal ein Borosland. Ja. Ich weiß nicht. Schwierig. Bisher Manifest Dread. Manifestiertes Grauen. Manifestierte Grauen. Zweimal der gleiche Text.
Allerdings dann dafür mit Erklärbär. Das habe ich hier, glaube ich, gerade ein bisschen verballert. So muss es sein. Ich glaube, die Edition wird im Draft nochmal einen Tacken besser sein. Ich meine, wie die meisten Sealed-Formate leiden hier ein bisschen. Leyline of the Void nochmal ein Reprint. Brauche jetzt auch nicht so dringend, ehrlicherweise, im Pre-Release. Schauen wir noch nach der Pre-Release-Promo. Die dürfen wir ja im Deck spielen. Ah ja, okay, wir kriegen wieder so einen Stapel Platzhalterchen. Ich muss bloß gucken, irgendwo ist eine Arena. Genau. Ein Arena-Code. Platzhalterchen tue ich beiseite. Und unsere Promo ist der schwarze Raum, Aufbahrungshalle, Aufwachzimmer. Immer wenn eine Kreatur von uns stirbt, verliert jeder Gegner, wir halten einen. Und alle kommen zurück. Ja, das looks somewhat playable. Gut, dann schauen wir doch mal. Gucken wir erstmal in die mehrfarbigen Karten. Die Brutspinne ist, glaube ich, eine ganz solide Karte. Bewachen 2 ist gut. Ja, Monsterchen Knuff. Okay, bei Delirium wird sie verstärkt und dann wird gepuncht. Simone, falls wir ein Land gelegt haben und es ist eine Primzahl, kriegen wir so einen legendären Spielstein, der so stark ist, wie wir Länder haben. Realistisch gesehen wird er maximal 7-7 sein. Gewitzter Geschichtenerzähler. Das ist der Survival Payoff und das ist für Türen / Enchantments ein Payoff. So, +2/+2 Flugfähigkeit, also schon mal ganz gut. Der Konvokraum ist, glaube ich, nicht so gut. Löwenherzschimmer fand ich gut. Ein 3-Drop, eine andere Kreatur und Zerstörbarkeit 1-0, ja, ist halt ein Body. Tappen mit Betäubungsmarke ist okay. Ifill Armor ist immer gut, wenn wir auch nur ansatzweise ein paar Enchantments haben. Fliegender 2-4er. Ja. Es ist ein super solider 3-3er mit Upside. Noch ein 3-3er mit Upside. Reanimate. Das ist eine gute Karte und die Chili drin ist eine gute Karte in der Kurve. Das Weiß sieht okay aus, braucht allerdings einen Stapel Enchantments. Die müssten wir finden. 5 Mana, 2 7er. Wie der Schaden macht, weiß ich noch nicht so genau. Der baut Schimmer, also ein 3-3er für 3 mehr oder weniger. Diese 6 Mana Verzauberung. Übernimmt zwar, aber wie gut ist das bei -3/-0? Die ist wirklich schwer ins Fliegen zu kriegen, ohne ansatzweise genug Enchantments. Und wir haben noch nicht so viele gesehen. Das ist ein Mana-Dor, also ein 2-1er. 2 droppt ihr allerdings auch Türen aufsperrt oder aufdeckt. Ja, den castet man halt nie, ne? Wenn wir diese Tür entsperren, dann tappen wir 2 und betäuben 2. Das ist wiederum eine gute. Ein okayer Room, würde ich sagen. Es sind halt Enchantments nebenbei auch, ne? Ja. Verfluchte Windjacke. Also wir manifestieren, was ja quasi ein Body ist und ein Flieger wird daraus. Also wir bauen einen 2-2 Flieger für 3, der später auch anders fliegen gehen wird. Das ist okay, glaube ich. Das ist der Wachsamkeitstyp. Ja, ist okay-ish. Nochmal so ein Verstandsschinder. Und ein Combat-Trick. Ich weiß nicht, ob wir diese Triple-Blau-Kosten irgendwie unterkriegen. So, also der Raum ist natürlich, glaube ich, ganz okay. Leyline. Leyline ist nicht unspielbar in dem Limited-Format, denn es gibt einiges, was über den Friedhof läuft. Ne? Also gerade Delirium ist ja ein eigener Archetype, der gegen die Leyline echt ein Problem hat.
Angst vor Zahnausfall. Ein 1-1er. Einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt. Das ist ganz cute. Knöcherner Zweigflechter. Oh, den habe ich auch gesehen im Early Access. Das macht ganz schön Aua. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Opfere auf ins Spiel zurück. Okay. Sorcery Speed. Mord ist natürlich gut. Walgerwurf. 9 Mana, 9-9er. Einfach schwer. Man kann ganz schlecht damit interagieren, aber wie kriegt man denn einen 9-9 Lifelink-Flieger aufs Board, wenn nicht mit Reanimation, was der schwarz-weiße Archetype ist? Also zum Beispiel mit eben dem Getreuen, naheliegenderweise. Das ist die Kombo, der kann ja natürlich zurückholen. Wir müssen ihn halt erstmal in den Friedhof kriegen, irgendwie. Draw 2, der zweite Teil ist auch ganz cool. Die Karte war okay, sah okay aus. Weiß nicht, ob das so gut ist, der 4-Drop. Card Draw, Sorcery Speed. Das ist ein Discard-Outlet, allerdings ein 6-Mana-Discard-Outlet. Okay. Damit können wir uns selbst eine Karte discarden lassen. Wir müssen nicht die Hand des Spielers anschauen, dessen Kreatur wir gerade verzaubert haben. Ah, das ist frech hier übrigens, ne? Schwarzer Instant Speed Enchantment Removal. Kein ultra großer Freund. So, jetzt gucken wir mal, was Rot uns hier noch anzubieten hat. Combat Trick. Boros ist der Power 2 oder weniger Matters Attack Angriff. 6 Schadenpunkte an der Kreatur. Potenziell eine Karte weniger. Eine Karte noch zum Spielen. Jedem Gegner 4 Schadenspunkte. Ist natürlich gut. 6 Mana. Halt 2 Drops braucht man, wenn man rot spielt. Ein Threaten Effekt. Ja, das klassische Draw a Card somehow. Das macht auch 4 Schaden auf einem Dreier-Spell. Das ist, glaube ich, auch okay. Pyroklasm ist eher ein Sideboard-Material, denke ich. Ja. Das Exile, da wir müssen was opfern oder 2 bezahlen, dann kostet halt 4 immer noch gut. Bettkopfmonsterchen aus dem Cycle, der Basic Land Cycle. Bedrohlich 5-6 ist, glaube ich, okay. Und der Burn ist natürlich gut. Manifest, also es ist ein 2-Mana Sorcery Speed 2-2er mit potenziell Upside und Friedhof voll machen. Der hier könnte ganz cool sein, ehrlich gesagt. Ich meine, der kostet halt entweder 5, dann ist ein 5-4er. Oder wir können irgendeinen random 1- oder 2-Drop, der nicht mehr durchkommt, tappen uns eine Runde früher machen. Noch ein Manifest Dread. Reach 4-2. Okay, einfach Schaden machen. Einfach so. Cool. 9-9 Trampelschaden. Wenn er getargetet wird, ziehen wir eine Karte. Vom Gegner, okay. Abwerfen, okay. Okay, okay. Ein 7-Drop ist eher zu casten als ein 9-Drop. Ich bin ehrlich mit euch. Das ist ein Trick, der okay-ish ist. Ist halt eine Verzauberung. Die ist, glaube ich, okay. Der Langhals war gerade schon okay. Ja. Ein Monsterchen.
Es passt in die Kurve rein. Ein Mana-Typ, der dann sogar noch was macht, nämlich ganz viele Bodies. Relativ cool, ehrlicherweise. Zerstöre einen Raum. Auf einem 3-4er. Maybe? Ah, 3-1er mit Something. Okay. Tja. Bin ehrlich, bin mir noch nicht so ganz sicher, wo wir landen. Was gibt denn unsere Mana-Situation her? Und zwei Boros-Länder, zwei Gru-Länder, jeweils nur die Kamen-Länder und ein Rakdos-Land und ein Evolving Wilds. Das heißt, in Base Rot können wir eine Menge spielen, ne? Machete. Also auch so ein Klassiker, wird direkt ausgerüstet. Ist dann halt ein 4-3er für 4 und wir können dann umequippen. Das ist, glaube ich, spielbar. Ist vielleicht auch. Der kann einmal als 6-4er angreifen. Allerdings müssen wir es machen, ansagen, wenn wir angreifen. Not so sure. Tja. Ich meine, wir haben ja nochmal einen Fight in Gruul. Es ist natürlich blöd, dass diese schwarzen Karten sehen schon auch gut aus. Aber ich habe halt kein Fixing auf Schwarz. Ne? Ich kann Valgawarf nicht sinnvoll zurückholen. Ich sehe mich nicht blau spielen. Insbesondere nicht die trippelblauen Karten. Aber das Weiß hat schon so ein paar gute Karten auch. Hier ist nochmal ein Reanimation-Effekt. Also ich sehe mich blau eher nicht spielen. Das kann ich ja an der Stelle schon mal sagen. Okay, hätten wir schon mal eine Einschränkung geschafft. Schwarz. Schwarz hat Murder, den Discard, den Typen, den Zweigflechter, der ganz cool ist, der Raum, der ein bisschen was macht. Valgawarf. Schwingen wir links mal grün und rot und weiß hin und gucken mal, wie uns das so gefällt. Ne? Da haben wir ein bisschen Fixing zumindest in Naya. Das Grün sah schon okay aus. Dann legen wir erstmal Kreaturen und Spells hin und gucken mal, wohin uns das führt. Bisschen Platz machen. Kurve ist ja immer ein Thema im Sealed. Insofern sollten wir die im Auge behalten. Ja, ein Klobo hinten dran kann man vielleicht spielen. Den 7-Drop da drüben irgendwo. Schon sick, dass man da aus der Hand was vorzeigen kann, ne? Und einfach Damage schießen kann. Das ist nochmal ein Langhals, dann haben wir noch zwei Drops mit dem Manifest Dread. Die sind, glaube ich, fair. Der Typ ist auch okay. So. Rotes Removal, noch ein Klobo. Fünf Schaden wird man wahrscheinlich oft als 4-Drop spielen. Der hat potenziell eine Upside. Das ist der Removal-Raum. Card Draw, maybe. Ein 2-Drop nochmal. Das ist halt nur ein Kreatur-Removal, ne? Aber potenziell ziehen wir eine Karte. Ich sehe uns hier nicht so viele Räume haben. Den Threaten nicht so sehr. Was hat ein Weiß noch zu bieten? Also Rot hat halt hinten die Doppelkosten und ein bisschen Removal mitgebracht. Weiß hätte den
Raise Dead. Den guten 3-Drop. Enchantments müssen wir nachher mal zählen. Ja, der 4-Drop ist es, glaube ich, eher nicht. Ätherrüstung, noch ein 5-Drop. Noch ein 5-Drop mit Doppelweiß. Ein Removal auf 3. Cheerleader ist gut. Ich glaube, der Combat-Trick ist schon okay, oder? Plus 2 Flugfähigkeit. Kann man machen. Okay. Ja, und das spielen wir auf jeden Fall nicht. So, und dann kann man halt hier noch überlegen, ob man davon noch was spielt, von den Artefakten. Wir haben hier noch den Gruul-Fight, der ganz cool ist. Die anderen zweifarbigen Karten. Jetzt wäre nochmal ein 3-Drop. Also ich glaube, die grüne Base ist schon okay und das Rot, glaube ich, auch. Ich glaube, Schwarze ist ein bisschen ambitioniert, auch wenn da ein paar nette Karten dabei sind, aber auch viel Doppelkosten. Das reicht einfach nicht. Schwarz ist, glaube ich, nicht tief genug. Das heißt, wir spielen hier noch, also ein schwarzes Fixing hätten wir gehabt. Aber hier haben wir halt einfach tiefrot Fixing, Evolving Wilds. Und ich sehe uns das Schwarz jetzt nicht splashen. Das sind die stärksten Karten. Der Raum, der 2-Drop ist cool, Mod ist cool. Das hier nochmal ein Removal. Der ist auch okay. So. Was ist nicht gut genug? Also ein Schwarz legen wir jetzt auch nochmal dazu, der Vollständigkeit halber. Ein Removal, ein Doppelremoval, ein guter 2-Drop. Die Promo. Ich meine, irgendwann können wir halt rein YOLOen mit unserem Board, ne? Und dann einfach alles wieder zurückholen. Und dann gilt die zweite Seite ja trotzdem noch. Dann halt 8 Mana, dann ist halt schon ein Stückchen hin. Ja, der Card Draw ist jetzt vermutlich nicht zwingend, was man spielen muss. Schwarz hat ein bisschen Removal. Und das ist aber schwer zu casten mit Doppelschwarz. Ich glaube, ich spiele hier keinen Schwarz. Wir würden noch die Brutspinne würden wir auch noch dazu gewinnen, wenn wir schwarz spielen. Aber das Weiß ist doch einfach ein bisschen besser als das Schwarz. Wie viele Enchantments haben wir denn? Das ist ein Artefakt wahrscheinlich, ja. Die Manifeste sind keiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Wenn jetzt 10 Enchantments, die müssten halt auch alle dann spielen, damit das noch immer wahr ist, die Aussage. Ist der Splash ich einfach ein bisschen weiß und spiele ich rot-grün. Rot-Grün hat ein bisschen Late-Game. Grün bringt eine ganz okaye Kurve mit, die wir ein bisschen aufräumen müssen. Ja, ich glaube, ich spiele es jetzt Rot-Grün und Splash vielleicht ein bisschen Weiß. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das sehen würdet, ob ihr es ähnlich bauen würdet. Und dann hoffe ich, ich sehe euch bei Shibi beim Pre-Release. Das Video wird dann auch bei Shibi online sein, wenn das Pre-Release durch ist. Freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.